Es hat schon um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert angefangen mit der Villensiedlung, die also da gleich einmal zwischen Höttinger Gasse und sich von Höttinger Gasse nach Westen ausbreitet. Das ist ja ein ausgedehnter Villenbezirk und das war an sich schon eine Nobelgegend. Und ich denke auch aufgrund der hohen Grundpreise, die da hier oben auch gehandelt werden, sind auch die Wohnungen teuer und also meines Wissens sind da einige Häuser, die wahrscheinlich mehr Häuser wie in anderen Stadtteilen Innsbrucks, die also für die Entwicklung der modernen Architektur wichtig sind. Der Regisseur René Zisterer ist einer der neuen Bewohner Höttings. Für ihn sind Ruhe und Wohnqualität wichtig. Ich war zuvor in Wilten, wo ich eine Altbauwohnung bewohnt habe. Und dann hat sich eben diese Wohnung hier ergeben als Eigentum. Das wurde neu gebaut auch. Es ist eine kleine Einheit, nur 4 Eigentümer sind hier. Und das ist wirklich sehr angenehm. Es ist ein gut gebautes Haus, es ist moderne Architektur. Niedrigenergiehaus, was natürlich auch von Vorteil ist. Und es liegt wunderbar sonnig, südseitig. Und hier schätze ich halt, dass am Abend, dass es überhaupt als Gegend sehr ruhig ist. Die Schneeburggasse ist jetzt nicht wahnsinnig stark befahren. Und ab 7, 8 Uhr abends hat man da eigentlich seine selige Ruhe, was mir wirklich wichtig ist, weil das für mich die Wohnung, wenn ich unterwegs bin, ein Domizil auch ist, um mich zurückzuziehen, um kontemplativ eigentlich zu sein. Also so wie ich das wahrnehme, das ganz alte Hötting als Dorf kenne ich ja in dem Sinn nicht, habe ich ja nie kennengelernt. Ich kann mir vorstellen, dass es für die, sage ich jetzt mal, ganz Alteingesessenen eine große Umstellung ist. Aber das bringt halt auch die neue Zeit mit sich, dass sich heute die Bevölkerung eben entsprechend ausdehnt und dass es in Innsbruck nicht so viel Wohnplatz gibt. Nun ist Hötting südlich gelegen und sehr bevorzugt als Wohngegend und das wird halt wahrgenommen. Ich glaube, das hat auch durchaus Vorteile, weil die Menschen das ja schätzen und da müsste man halt auch dafür offen sein, denke ich. Charakteristisch für Hötting, ein reges Vereinsleben. Feuerwehr und Schützen, Ringer und Musik. Ob kirchlicher Feiertag, Kraftsport oder Löschübung, wie in alten Zeiten finden sich die Gleichgesinnten, wenn es da oder dort zur Sache geht. Das soziale Netzwerk heißt nicht so, es wird gelebt. Anfangen dort mal um Seemee, wenn die Glocken anfangen. Nach die Glocken wird geschossen, Weckruf praktisch. Und nachher, wenn es losgeht, die Prozession, Aufstellung von den Schützen, Musik, wird auch wieder geschossen. Und nachher bei jedem Evangelium, wenn die Salven geschossen wird, wird dann auch wieder geschossen. Und nachher halt bei der Defilierung wird auch wieder geschossen und nachher beim Einzug. Und dann ist das fertig. Seit seiner Kindheit bedient er den Böller. Ja, mit Pulver hat man das geladen, das sind so Ding gewesen. So geschmiedete Eisenklitz mit der Zinsschnur und da ist da, das sind natürlich immer drum lauter gewesen. So, und das war's schon, nicht? Nach wie vor ist die Kirche wichtig im gesellschaftlichen Leben und eng mit den Vereinen verbunden. Ja, geändert hat sich in Hötting sehr viel. Wie ich das erste Mal da war, war Hötting bewohnt von Höttingern, also von solchen, die schon seit Generationen da wohnen. Und im Laufe der Zeit sind aber mehr abgewandert von denen, weil einfach die Gründe bei uns zu teuer sind und die Wohnungen zu teuer. Und es sind Leute hergekommen, die sich's leisten können, jetzt in Hötting zu wohnen.
Doch der Wandel der Zeit kann den Strukturen nicht viel anhaben. Nachwuchsprobleme? Der Nachwuchs, das ist jetzt ein bisschen ein heikles Thema. Und zwar ist es, wenn wir in der Stadt sind, noch schlimmer noch wie am Land. Und zwar geht es um das, dass wir fremde Kinder schützen, oder auch Mädchen, also als Magenderinnen, nicht? Also sehr schwer zu bekommen sind, obwohl wir uns wünschen, dass wir mehr werden. Derzeit schaut es so aus, dass diese Jungschützen, was derzeit ausrichten, auch meistens der Vater, der Großvater beim Verein ist, sodass das heißt in der Früh, so, Burschen, auf geht's und jetzt rücken wir aus, nicht? Weil, wie wir ja wissen, nicht die Jugend in der Früh, aber sehr müde ist, nicht? Und dadurch vielleicht nicht so gerne ausrückt, nicht? Und dann dennoch, Schützen und Musik verändern sich. Neuorientierung ist ein Thema. Das ist, hat man sicher benötigt, seit 1813. Nach einer Zeit von 185 Jahren unseres Bestehens haben wir uns entschlossen, dass wir die Mädchen auch aufnehmen. Das war also im Tiroler Raum sicher eine der letzten Kapellen. Das war gemeinsam, wenn man das erwähnen kann, mit den Wiener Philharmoniker. Die haben nachher auch also das für Frauen geöffnet und haben gesagt, gar nicht, können wir das auch tun. Und seitdem, also das ist jetzt 4 Jahre, haben wir jetzt auch Mädchen dabei. Und da ist Sicherheit auf Flöten, Klarinetten, Saxophon ja, sind Sicherheit ein favorierendes Instrument für die Mädchen. Weil es einfach eher leichter ist zum Spielen und auch vom ganzen Aufbau her tut man sich da sicher leichter, als wie halt ein großes Instrument. Ist anatomisch sicher leichter zum Spielen. Es war bei uns bis vor kurzem auch so, dass die Religion eine Rolle gespielt hat. Nicht? Aber auch das ist inzwischen vom Bund der Tiroler Schützenkompanien revidiert worden. Und jetzt praktisch, wenn einer zur Gemeinde schaut, oder, dann ist natürlich, kann er jederzeit bei uns in den Reihen. Nicht? Nur es ist natürlich so, spielt der Leumund schon auch etwas eine Rolle. Nicht? Das ist mir ganz klar. Nicht? Aber ansonsten sind wir da, wie gesagt, nicht mehr heikel. An gesellschaftspolitische Fragestellungen reihen sich Fragen anderer Art. Da gibt es eine rege Diskussion. Und zwar ist es immer noch nicht ganz sicher, ob es die weißen Socken die Sonntagstracht ist und die blauen Socken die Weltagstracht. Sondern das ist bis heute noch nicht ganz klar, das Ganze. Gell? Also nicht, dass wir jetzt die Leute auseinanderkommen, weil die Schützen bei der Musik ist, sondern wir haben aber schon blaue Socken gehabt. Gell? Also das mag vielleicht ein Ding, aber es ist ja so, wir haben aber schon blaue Socken gehabt. Also die Musikkapellen hat aber schon blaue Socken gehabt. Die wöchentlichen Übungen der Höttinger Feuerwehr stärken den Zusammenhalt. Feuerwehr auf mein Kommando, Feuerwehr! Ha! Dreht Fisch! Euch! So, Kollegen, wir sagen alle miteinander: Einteilung für heute. Die Höttinger Feuerwehr, ich muss sagen, die gehört einfach schon zum Dorf. Das ist schon ein alter Verein, auf Deutsch gesagt. Da baut man einfach hin und ich muss sagen, das gehört einfach dazu. Eine Feuerwehr in Hötting ist genauso als wie ein Schütz in Hötting oder eine Musik in Hötting. Es ist halt eine original Höttinger Sache und das soll auch so sein und wird immer so bleiben. Wenn ich
Jammerle! Vielleicht! Oder nicht? Ja, alles genau ausgelassen, gell? Ja, ist ja dabei. Die viel diskutierte Frauenfrage ist bei der Höttinger Feuerwehr kein Thema. Ja, es sind Einheiten, die haben Frauen dabei. Es sind, muss ich sagen, wenige, aber es gibt Frauen, ja. Gibt es denn bei euch auch Bewerbungen von Frauen? Nein, eigentlich, ich habe noch keine gehabt in Höttinger. Gut oder schlecht für euch? Nein, ich sage aber, solange wir gute Burschen haben und genug Burschen haben, soll es so sein. Auch Nachwuchsprobleme gibt es keine. Feuerwehrmann werden, viele wollen das. Mich und Frau Frieger war es irgendwie so, ja, da wohnst du in dem Ort und dann gehst du halt zur Feuerwehr, weil der Papa schon dabei gewesen ist und der Opa war. Und da hat es nicht so viele Nebenbeschäftigungen gegeben wie jetzt, sage ich jetzt mal.